Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und es gibt ein kleines, aber feines neues Projekt und zwar die kuriose Expedition. Ich werde mir verkneifen, das auf Englisch zu sagen, weil meine englische Aussprache immer so ein bisschen schwierig ist. Ich habe jetzt kurz angespielt, habe ein bisschen was ausprobiert, habe festgestellt, erstens, das Spiel ist schweineschwer, zweitens, ich würde da gerne ein Video drüber machen und dann sieht das so aus. Drauf gekommen auf das Spiel bin ich durch den Herrn Steinwallen. Der hat einen tollen Kanal hier auf YouTube, kann man sich mal angucken. Und bei dem gucke ich sehr gerne und der hat dieses Spiel quasi gefeatured und gezeigt. Das fand ich total cool, fand ich eine coole Idee. Ich erkläre kurz, worum es geht, so wirklich ganz grob. Von der Kernidee geht es darum, man reist zurück in die Zeit der großen Entdeckung, so im 19. Jahrhundert. Und man führt halt einen berühmten Forscher zusammen mit seiner Expedition in die wilden Dschungels und überall in die unentdeckten Gebiete der Welt, um da Schätze zu rauben, Ruhm zu erlangen und große Entdeckungen zu vollbringen. Ich habe jetzt kurz angezockt, bin bis zu Mission 2 gesprungen und habe dann beschlossen, habe nicht beschlossen, ich bin erstmal verreckt und dann habe ich beschlossen, ich mache da lieber kleinen Let's Play draus. Von der Kernidee läuft das so, man hat seinen Forscher, wir können ja mal hier auf neues Spiel drücken, also hier sind alle Forscher, die es in diesem Spiel so gibt, die man dann einfach nehmen kann. Wir können zurzeit nur die spielen, die hier hell sind. Ihr seht, ich habe noch keine freigespielt. Die anderen spielt man mit verschiedenen Errungenschaften frei. Also wenn man das Spiel durchspielt und so weiter, kriegt man wieder neue Forscher und so weiter. Und auf jeden Fall, ich würde gerne mit dem ersten anfangen und dann arbeiten wir uns durch. Und wir fangen mit Charles Darwin an. Sinn ist es, man tritt gegen andere Forscher an und man muss 6 Expeditionen übernehmen und vor allem überleben. Das ist der Trick. Die muss man überleben und wenn man diese überlebt, dann bekommt man Ruhm und Geld und muss dabei besser sein als die Konkurrenz und dann wird nach einem eine Statue gebaut. Es klingt einfach, ist es aber tatsächlich nicht. Dabei ist das Spiel nicht historisch genau. Also hier geht es schon auch um Spaß und Lust und mal was zu lachen und so weiter. Und es können halt wirklich, binnen Augenblicken kann eine wunderbare Expedition im völligen Chaos und im Elend versinken. Jeder Forscher bringt verschiedene Eigenschaften mit, bringt eine verschiedene Ausrüstung mit und hat auch unterschiedliche Spielstile. Wir werden mal gucken. Wie gesagt, sind immer 6 Expeditionen. Das heißt, ich werde immer 6 Teile machen. Werde das aufnehmen. Also ich werde 6 Teile machen, so ich denn lebend ankomme. Sollte ich unterwegs scheitern, dann wird es wahrscheinlich kürzer. Ist wie es ist. Auf jeden Fall. Dann werden wir schauen. Und dann kann ich das immer mal zwischendurch bringen, wenn es euch denn gefällt. Wenn ihr es doof findet, dann schreibt da drunter, oh, ist doof. Na, dann spiele ich es nur für mich zum Spaß. Weil ich habe gerade sehr viel Spaß dran. Wie gesagt, ich habe erst 1,5 Karten gespielt und habe mir wirklich noch nicht viel angeguckt, aber Fakt ist, es macht schon Fehls. Fakt ist, wir haben Charles Darwin. Jetzt mal zum Thema. Das ist ein englischer Naturforscher und Geologe und der hat die Evolutionstheorie gerecht gemacht und ja, ist dementsprechend, ist er wegen den Tieren durch die Gegend gefahren, hat eine schöne Blume am Hut und jeder hat so eigene Eigenschaften und seine Eigenschaft ist, er ist ein Schmetterlingsliebhaber. Er erhält geistige Gesundheit beim Sammeln von Schmetterlingen. So, sehr schön, da sind wir direkt beim Thema geistige Gesundheit. Geistige Gesundheit ist quasi das, worum sich das ganze Spiel dreht. Wenn man alleine durch den Dschungel irrt, werden die Leute langsam aber sicher wahnsinnig. Dem muss man entgegenwirken, da kann man unterschiedliche Konsumgüter mitnehmen und so weiter. Und man muss halt aufpassen, dass man da nicht auf Null fällt, ansonsten dreht die ganze Truppe spontan völlig ab und wird sehr eigenartig. Alle unsere Begleiter und auch wir verfügen über verschiedene Perks und Fähigkeiten und so weiter. Und wir verfügen alle über irgendwelche Würfel. Mit diesen Würfeln kann man dann diverseste Aktionen auswürfeln. Es gibt halt Unterstützungswürfel, es gibt irgendwelche blauen Würfel, es gibt rote Würfel, die fürs Kämpfen zuständig sind. Und je nachdem kann eine Expedition zum Beispiel besser Kämpfe aufnehmen oder man sollte Kämpfe auch vermeiden. Je nachdem. Also, wir beginnen. Als Start bekommt Charles Darwin einen schottischen Soldaten, der kommt mit. Es kommt mit ein persischer Übersetzer, also der hilft uns mit Einheimischen Kontakt aufzunehmen. Wir bekommen einen Esel,
Der ist für unsere Lasten zuständig. Also das ist ein Riesenthema, ist das Management der Taschen. Wie viel kann man mitnehmen, wie viel darf man mitnehmen? Und er bringt ein bisschen Ausrüstung mit. Er bringt erstmal viermal Whisky mit. Whisky ist eines der Konsummittel, was quasi unsere geistige Gesundheit fördert. Sehr gut. Andere saufen sich das Hirn weg, wir saufen es uns wieder ran. Kann aber dazu führen, dass unsere Truppe Alkoholiker wird. Aber mit einem schottischen Soldaten ist es noch wirksamer. Dann haben wir drei Fackeln. Das brauchen wir, um Höhlen zu erkunden. Wir haben 10 Macheten, um uns durch den Dschungel zu schlagen. Und wir haben eine Schrotflinte. Schrotflinte sind cool, die geben einfach noch einen extra Kampfwürfel. So, jetzt drücken wir mal. Willkommen im Forscherclub. Haben Sie schon gehört, dass wir gedenken, unserem erfolgreichsten Mitglied eine Statue zu errichten? Ja, die wollen wir haben. Man munkelt, Sie hätten gute Chancen, Ihr Konterfei auf der Statue wiederzufinden. Doch Sie treten nicht alleine an. Sie und Ihre Rivalen haben 6 Expeditionen lang Zeit, zu beweisen, wer der berühmteste Forscher unseres Clubs ist. Okay, also wir treten gegen andere Forscher an. Wir haben 6 Abenteuer, die wir bestehen müssen. Wir treten an gegen H.P. Lovecraft. Jawohl. Also der ist, für die, die es nicht wissen, ist kein Forscher in dem Sinne, sondern das ist der Typ, der den Cthulhu-Mythos mit seinen Kurzgeschichten geprägt und erfunden hat. Wir haben hier Ada Lovelace. Ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Huizinga kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Bazinga. Und wir haben Richard F. Burton. Das war, glaube ich, so ein britischer Afrika-Forscher, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da kann ich mich auch irren. Wir werden sie noch kennenlernen, denke ich. So, dann gibt es 3 Schwierigkeitsgraden. Es gibt Touristenreise, es gibt Expedition in sicherer Tod. Ich bin auf Expedition schon hart am Rändel. Also mehr auf keinen Fall. Die Richtung ist übel schwer. Das weiß ich nicht, will ich euch nicht antun. Wir probieren eine Expedition. So. Und jetzt geht das los. Wir können uns quasi aussuchen, ob wir in die alten Dschungel mitten in Russland fahren oder ob wir in die fruchtaren Trockenländer, na gut, fahren, also quasi Wüste. Ich würde spontan behaupten, wir fahren als allererstes mal in die Wüste und wir haben hier eine Nonne. Also hier ist unser Schiff, hier ist unsere Crew, also hier ist unsere gute Übersetzerin Raza Asmi. Und die ist abergläubisch. Ja, das ist natürlich schwierig. Dann, das ist Charles Darwin. Der hat hier, das sind die Würfel, die man dabei hat. Ich habe jetzt so einen blauen Würfel und einen grünen. Sie hat nur einen blauen Würfel. Und das ist unser Soldat. Der hat einen roten Würfel, das ist für den Kampf. Und der ist ein Sexist. Er mag keine Frauen. Mhm. Na gut, also voller Aufregung erreichte ich den Hafen. Die Crew musste noch einige Vorbereitungen treffen. Also saß ich am Dock und wartete auf unsere Abfahrt. Während wir warteten, wurde ich von Schwester Jewelisa angesprochen. Sie hatte entschlossen, England zu verlassen und bestand darauf, dass wir mit ihr ein nahegelegenes Dorf aufsuchten, auf das sie die Kunde Gottes verbreiten könne. Also die können wir jetzt quasi zum Teil der Gruppe... Oh, die ist eine Alkoholikerin. Sehr schön. Sie ermöglicht es, kostenlos in Missionen zu übernachten und sie hat einen starken Willen. Es gibt mehr geistige Gesundheit. Die können wir mitnehmen und in ein Indianerdorf oder ein eingeborenen Dorf schaffen, um sie da quasi... abzugeben. Das machen wir, die nehmen wir mit und wir werden ihr helfen. Ich werde die Kunde Gottes verbreiten. Okay. Und dann beginnt Expedition Nummer 1. Wir konnten uns jetzt nicht ausrüsten, wir müssen jetzt mit dem klarkommen, was wir von Anfang an dabei hatten. Genau, das ist unser Schiff, es landet an und ja. Meine Gedanken waren voll und ganz auf unsere bevorstehende Reise gerichtet, dass einer der Matrosen mit einem Mal Land Ahoi rief. Hallo, mach mal weg, wir werden beobachtet. Ich weiß, aber ich will weiterlesen. Ich konnte es kaum erwarten, herauszufinden, welche Abenteuer uns hier erwarten würden. Wir sind in die Trockenländer gefahren. Man hat ja so ein Lager, da könnte man jetzt auch Dinge einlagern oder auch mitnehmen. Aber was wir jetzt brauchen ist, wir nehmen jetzt Wasser mit. Für die Wüste braucht man Wasser, um diese zu durchqueren. Wir füllen das mal auf, wir machen alles voll. Wenn die Kisten voll sind, mehr kann man nicht transportieren. Aber Wasser kann man so nun einfach wegschmeißen, das ist kein Problem. Und dann macht sich unsere Expedition auf den Weg. Schwester Jewelisa hatte die Position des Dorfes, das wir aufsuchen sollten, auf der Karte markiert. Also wir wissen jetzt wenigstens, wo wir die Gute hinbringen sollen. Ja, wo denn nun? Ach, da oben hin. Okay. Und jetzt geht's an Land. Ihr habt verschiedene Geländefelder. Also wir haben hier Gebirge,
Da können wir nicht drüber. Wasser können wir auch nicht rauf. Das sind Hügel, da könnte man drüber gehen. Das kostet aber unheimlich viel, wenn man keine Kletterausrüstung hat. Ihr seht hier oben, das ist unsere geistige Gesundheit. Die ist bei 110. Mit jedem Schritt, den wir tun, nimmt diese ab. Wir haben hier normale Länder, Grasland, da kann man einfach laufen. Für den Dschungel braucht man Macheten, das sieht man hier an diesem Symbol. Die werden dann auch verbraucht. Also sprich, wir können 10 Dschungelfelder durchqueren. Für den normalen Gesundheitspreis, dann kostet es mehr. Selbiges gilt für die Hügel, da bräuchte man halt die Kletterausrüstung. Es gibt noch Sümpfe, da braucht man dann Seile. Also Ziel ist es jetzt schon, wir schlagen uns jetzt erstmal hier hinter durch und schauen mal, wie das läuft. Das Schöne ist, es ist keine Expedition wie die andere. Und jetzt geht es darum, wir wollen eine goldene Pyramide finden. Das Ziel ist es, diese Pyramide zu finden. Am Anfang ist die Karte relativ klein. Guck mal, wir müssen nur hier hoch und dann ist die ganze Karte so quasi erledigt. Wir wissen nicht unbedingt, wo die ist. Dafür haben wir hier einen Kompass. Ihr seht, die Nadel ist nicht sonderlich genau. Aber die wird immer genauer, je mehr wir über diese Karte kennen. Wir sind jetzt schon bei Kompasswissen 80%. Später fängt das sehr viel kleiner an und man braucht einfach länger, um das zu finden. Und es macht immer Sinn, lange Etappen zu reisen, weil man für jede Reise einen Grundbasiswert an geistiger Gesundheit ausgeben muss. Ja, ich werde jetzt hier auf diesen Hügel steigen. Wenn man auf dem Hügel steigt, hat man tatsächlich eine größere Sichtweite. Und dann hoffe ich, dass es ein paar mehr aufdeckt. Genau, und dann deckt es solche Fragezeichen aus. An diesen Fragezeichen findet man Orte von Interesse. Das kann alles möglich sein. Das können Rastplätze sein, das können Dörfer sein, das können Schreine sein, Händler. Alles Mögliche. Und es macht durchaus Sinn, die zu erkunden, weil wir brauchen dann auch Gegenstände, die man da looten kann, weil wir wollen Ruhm erwerben. Das heißt, wir müssen natürlich auch Dinge mitbringen nach Hause. Und ihr seht, unser Kompass spinnt. Es gibt magnetische Berge, die lenken unseren Kompass ab. Sprich, wir wissen gerade gar nicht, wo wir hin müssen. So, jetzt sind wir am Dorf. Ist mein Ton eigentlich? Ja, Ton ist noch da. Entschuldigung, ich habe hier irgendwie die Lautsprecher zu leise gemacht. Genau. Wir können erstmal unsere Missionarin abgeben. An diesem Abend erreichten wir ein Dorf. Die Ureinwohner sahen aus wie Angehörige einer schamanistischen Gruppe. Wir brachten die Missionarin zum Stammeshäuptling. Er war sehr dankbar und erzählte uns von den Wundern dieser Region, die wir uns unbedingt ansehen mussten. Dazu erzählte auch ein heiliger Schrein, den er uns auf der Karte markierte. Oh, Schreine. Also Schreine. Schreine sind Orte, wo die ureingeborenen Leute anbeten. Dort kann man die besten Schätze abgraben. Aber man kann tatsächlich mit jedem Schrein, den man plündert, löst man irgendwelche großen weltverändernden Events aus. Es ist tatsächlich echt, echt übel. Und wir sind übrigens überladen. Da können wir schon mal einmal Wasser wegschmeißen. Weil die Missionarin hatte natürlich auch eine Traglast. Ja, auf jeden Fall, die Schreine, eigentlich müssen wir sie plündern. Wenn wir sie aber plündern, müssen wir mit Elend rechnen. Also insofern müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Jetzt gehen wir erstmal ins Dorf. Wir sind hier sehr gut gelitten. Wir haben einen Ruf von 3. Das heißt, wir können im Dorf, kann man zum Beispiel handeln. Die haben jetzt Tierzähne, die haben Juwelen. Das wäre ganz relevant, weil wir müssen auch Geld verdienen, um die nächste Expedition damit auszustatten. Wir haben aber leider gar nichts. Wir könnten für Macheten, die sind echt viel wert hier. Wir könnten das für Macheten tauschen. Nee, haben wir noch irgendeine Fackel? Ja, nehmen wir noch eine Fackel dazu. Dann würde ich mir die Juwelen einhandeln, weil die bringen uns dann ein wenig Geld. Und Geld ist ja das, was wir auch ganz dringend brauchen, sonst können wir die nächste Expedition nicht angehen. Jetzt könnte man im Dorf, kann man Leute rekrutieren. Wir könnten zum Beispiel einen Tierführer rekrutieren. Tierführer verleihen uns einen guten Ruf und die erhöhen die Tragekraft unseres Esels. Hier gibt es eine Schamanin. Oh, was ist das denn für ein Würfel? Eine eingeborene Medizinfrau. Erholt geistige Gesundheit beim Konsumieren von Pilzen. Auch ein guter Ruf. Die hat 2 Tragkraft. Der hat eine. Oder man holt sich einen Wasserbüffel. Wasserbüffel sind, was die Tragkraft angeht, 4. 3. Also hätte man noch 1 mehr an Tragkraft. Aber ich will tatsächlich diese Schamane mitnehmen. Das machen wir. Die nehmen wir jetzt mit. So, wir nehmen die eingeborene Medizin. Also ihr seht, ich habe schon kurz angespielt. Wir nehmen uns eine Medizinfrau mit. Mal schauen, was dieser Würfel kann. Und dann können wir hier im Dorf übernachten.
Ich wies meine Truppe an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. Ein neugieriger alter Mann stellte mir eine Frage. Er wollte wissen, ob es stimmte, dass europäische Männer viele Frauen hatten. Nee, Männer haben eine Frau. Ich sagte ihm, dass unsere Religion die Polygamie verurteile. Er nickte, aber ich war mir nicht sicher, ob meine Antwort ihn zufriedengestellt hat. Das ist mir egal. Und durch das Übernachten kriegen wir geistige Gesundheit. Die steigt, aber unser Ruf bei den Einheimischen geht runter, weil wir pussig sind und bei denen schlafen. So, okay, jetzt. Wo ist denn jetzt der Schrein? Ich denke, er hat uns von seinem Schrein erzählt. Hallo? Ja, das ist ja toll. Wir gehen uns jetzt erstmal das da angucken. In den Bergen, das ist meistens eine Höhle. Das ist ein Schrein. Guck mal. Höhlen kann man dann einfach erkunden. Wenn man eine Fackel hat, funktioniert das auch. Also, wir haben eine Fackel. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir entdeckten eine kleine Kammer, in der die Überreste einer gescheiterten Expedition verstreut lagen. Ein Skelett, das wohl einst einem französischen Forscher gehört hatte, starrte uns aus leeren Augenhöhlen an. Ja, das untersuchen wir. Wir waren erfreut zu sehen, dass eine der Leichen noch ein wenig brauchbare Ausrüstung dabei hatte. Jawohl. Oh ja, Macheten und Seile. Das ist cool. Das ist wirklich gut. So, jetzt ist halt die Frage, wollen wir diesen Schrein plündern? Wir gehen ihn uns erstmal angucken. Normalerweise müssen wir ihn plündern. Den Schrein erkunden. Wir standen vor einem aus mächtigen Natursteinen errichteten Tempel. Das Bauwerk war von dichtem Pflanzenwuchs umgeben. Das Portal, das ins Innere führte, strahlte eine unheimliche Kälte aus. Ich könnte spüren, dass ich von irgendwo unter der Erde das Geräusch fließenden Wassers vernahm. Das ist ein Wasserschrein. Also, wenn wir den jetzt plündern... Hier, eine goldene Schönheit. Ja, das müssen wir mitnehmen. Das ist das, was uns am Ende hier das Geld bringt. Wir griffen uns den Schatz und eilten nach draußen, als gewaltige Fontänen aus dem Boden hervorbrachen und begannen, die Umgebung um den Schrein herum zu fluten. Wir müssen um unser Leben rennen. Ja, also, wir rennen erstmal bis hier hoch. Los geht's. Kommt, Leute. Darwin, renn! Ah, nein. Den Steinkreis lassen wir jetzt mal Steinkreis sein. Wir rennen weiter. Guck mal, das Wasser verfolgt uns nämlich auch die ganze Zeit. So. Ne, das war doch gar nicht schlecht. So, dann schauen wir mal. Das senkt übrigens auch unseren Ruf bei den Eingeborenen. Insofern... Oh, hier ist noch ein Schrein. Noch ein Schrein. So, ach so. Und durch das Erkunden kriegen wir natürlich auch... EP. Und mit den EP können wir unsere Begleiter aufrüsten. Ich würde jetzt spontan das bei unseren Soldaten hochbringen. So. Damit der einfach dann irgendwann noch im Kämpfen besser wird und so weiter. Jetzt ist die Frage. Der ist übrigens ein Whisky-Experte. Als gute Eigenschaft. Das sorgt dafür, dass wir aus Whisky trinken mehr geistige Gesundheit regenerieren. Er sagt nach Norden. Wir gucken erstmal, was hier drüben ist. Eine Hütte. Eine Hütte. Das ist eine Schamanenhütte. Und Schamanenhütten sind großartig. Hier kann man zum einen, kann man sich hier so Dinge eintauschen, wie zum Beispiel diesen Metallwürfel. Wobei ich halt auch noch nicht so richtig weiß, was der kann. Aber man könnte sich ihn eintauschen. Man kann Pilze eintauschen, die verschiedene Fähigkeiten machen. Die heilen, weitere Sicht, mehr Tragkraft. Er hat auch Coca-Blätter, die sind also quasi Kokain. Das ist auch gut für den geistigen Zustand. Aber er hat die Möglichkeit, hier kann man ein Seelenritual machen. Und ein Seelenritual heißt, man kann quasi eine schlechte Eigenschaft von einem seiner Charaktere wegmachen lassen. Und ich bin jetzt... Eieieiei, das ist aber... Oh, der würde das für die Juwelen machen. Für die Juwelen kriegen wir ein Seelenritual? Na, das ist ja cool. Okay, na dann, den Handel mache ich. Und dann können wir nämlich ihm seinen Sexismus wegnehmen oder ihr den Aberglauben. Und da er mir wichtiger ist, würde ich ihm quasi den Sexismus wegnehmen. So, jetzt ist die Frage. Ah, jetzt haben wir wieder so einen Magnetberg. Wir gehen jetzt erstmal hier oben lang. Ja, wollen wir den Schrein? Eigentlich müssen wir den Schrein auch noch erkunden. Wir müssen den Schrein auch noch erkunden. Wir müssen... Moment, wir trinken jetzt mal einen Whisky. Oh, siehst du? Und jetzt ist sie zum Alkoholiker geworden. Das ist das Problem an Whisky.
Eine feine Schicht aus Sand. Okay, ich glaube, naja, ja, haha, der hat Juwelen. Moment. Warte mal. Juwelen. So, warte mal. Wir griffen uns, was wir konnten und machten uns auf den Weg. Alles um uns herum zu verdummen begann. Ein drastischer Klimawechsel. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell hier hin. Und jetzt möchte ich nochmal den Alkoholismus direkt wieder wegmachen. Pass mal auf. Das ist ja geil. Das ist super. Das ist großartig. Und jetzt nehmen wir der hier auch noch ihre schlechte Eigenschaft weg. So. Okay, jetzt müssen wir... Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Jetzt weiß ich halt, hier dieser Magnetberg bringt gerade meinen Kompass komplett durcheinander. Also das Heimweh bleibt. Das müssen wir ihr dann ausreden. Ha! Wir haben die Pyramide gefunden. Das ist die goldene Pyramide. Da wollen wir hin. Das heißt, wir können jetzt unsere Expedition abschließen. Das heißt, wir müssten dich noch... Wollen wir die nicht? Ich weiß nicht, ob ich sie befördern will. Wir gehen erstmal erkunden. So. Nach all meinen Mühen überkam mich enormer Stolz. Ich wusste, dass der Name Charles Darwin der Welt für immer in Erinnerung bleiben würde. Ich beglückwünschte Kuxus Wupp. Doch anstelle von Begeisterung sah ich nur Bedauern. Sie wollte lieber hier bleiben. Wir müssen sie jetzt davon überzeugen. Komm. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben einen Würfel geworfen. Sie kommt mit. Ja, und sie stimmte zu, mich nach Hause zu begleiten. Niemals zurückkehren. Sehr gut. Das heißt, wir haben die Pyramide gefunden. Dafür bekommen wir Ruhm. Wir haben Ruhm bekommen für eine neue Welt. Und wir sind Erster geworden. Wir waren die Schnellsten. Sehr gut. Großartig. Und wir haben damit unsere erste Expedition abgeschlossen. Und dann bekommt unser guter Charles noch einen neuen Perk. Also eine neue Eigenschaft, die wir uns aussuchen können. Karrieremensch. Beförderung von Charakteren erhöht ihre Loyalität. Ach, das weiß ich nicht. Kletterer reduziert die Bewegungskosten beim Überqueren von Hügeln. Starker Träger 2. Zusätzliche Inventarplätze brauchen wir gar nicht diskutieren. Die will ich haben. Inventar ist das Balancing Teil Nummer 1 hier in dem ganzen Spiel. Je mehr man tragen kann, umso besser. Sehr gut. Eieieiei. Oh, guck mal hier. Lovecraft ist direkt mal an die Spitze gegangen. So. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir müssen eine Expedition ausrüsten. 40. Wir brauchen eigentlich... Normalerweise könnte man das jetzt auch ans Museum verschenken. Aber wir haben zu wenig Beute gemacht. Wir werden das jetzt einfach alles verkaufen. Wir brauchen das Geld, um uns neue Ausrüstung zu kaufen. So, das ist tatsächlich das Problem. Mit den 150 starten wir das nächste Mal. So, jetzt hätten wir hier monströse Nordpolregionen. Uiuiui. Oder wir hätten hier den schrecklichen Dschungel. Ja, ich weiß es noch nicht. Das werden wir aber auch jetzt nicht mehr rausfinden, sondern das schauen wir uns tatsächlich beim nächsten Mal an. Ja, das war Charles Darwins erste Reise. Ich hoffe, das gefällt dem einen oder anderen. Ich habe hier echt viel Spaß an dem Spiel. Und ich hoffe, dass es nicht direkt beim nächsten Mal ein ganz übles Ende nimmt. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das nächste Mal gleich hier in den Nordpol mal fahren, damit ich euch den mal zeigen kann. Da gibt es 2 Schreine, ein Dorf und 2 Polarstationen. Also der Nordpol hat nochmal so ein paar eigene Gesetzmäßigkeiten. Mal schauen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal hier bei der kuriosen Expedition. Ciao, ciao, der Ära.